Und weiter geht es mit einem Menschen, der sich sehr mit dem Innenleben von Cannabis beschäftigt. Der Fabian Peter Steinmetz ist seines Zeichens Toxikologe, Cannabis-Aktivist. Herzlich willkommen auf der Bühne. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Die Drogenprohibition ist gescheitert, schädlich und teuer. Diesen Satz kennt man vielleicht vom Schildower Kreis, Deutschlands größtem ExpertInnen-Netzwerk zum Thema Drogen und Drogenpolitik. Was sagt ihr? Stimmt das? Gescheitert, schädlich und teuer? Das Cannabisverbot ist gescheitert, schädlich und teuer. Das Verbot von Psychedelika ist gescheitert, schädlich und teuer. Das Verbot von Mohn und Coca ist gescheitert, schädlich und teuer. Die Regeln für den Straßenverkehr sind gescheitert, schädlich und teuer. Der Umgang mit CannabispatientInnen ist gescheitert, schädlich und teuer. Der Schutz von Menschen mit problematischem Konsum ist richtig, gescheitert, schädlich und teuer. Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität ist gescheitert, schädlich und teuer. Und jetzt aber mal alle. Und die gesamte Drogenpolitik ist? Sehr gut, sehr gut. Die zwei dümmsten Arten, Drogen zu regulieren, ist unter WissenschaftlerInnen schon seit den fucking 80ern bekannt. Im sogenannten Paradox of Prohibition, eine Parabel, wird auf der Y-Achse angezeigt, wie das Schadpotenzial von einer Regulierung ist. Auf der linken Seite, die schädlichste Form, oder eine der beiden schädlichsten Formen, ist quasi eine Strafverfolgung, eine Prohibition, wo man mit Gewalt gegen den Konsum vorgeht. Hier ist der Schaden. Dann umgekehrt, neoliberale Kommerzialisierung, man versucht so viele Drogenkonsumenten wie möglich zu schaffen. Ich erinnere an Schokoladenzigaretten und so weiter. Auf der anderen Seite, die Mitte, hier ist das Schadminimum. Und bei Cannabis wären das zum Beispiel eine Kombination von Fachgeschäften, CSCs und Eigenanbau. Als Präsident von ENCORD, der European Coalition for Just and Effective Drug Policies, spreche ich mich natürlich ganz besonders für Cannabis Social Clubs aus, also CSCs, nicht kommerzielle Vereinigungen, wo zusammen Cannabis angebaut, verarbeitet und konsumiert wird. Generell spricht sich ENCORD für Freedom to Farm aus. Es ist ein Menschenrecht, sich selbst mit Agrarprodukten zu versorgen. Egal ob mit Kartoffeln, Tomaten, Möhren und Kamille oder mit Hanf, Mohn, Coca und Kahlköpfen. Kahlköpfe sind übrigens Pilzgattung Psilocybe, kennt man vielleicht aus Magic Mushrooms. Es gibt Stoffe unterschiedlichster Gefährlichkeit aufgrund unterschiedlichster Eigenschaften. Aber ich möchte als Eurotox-zertifizierter Toxikologe betonen, dass unser Betäubungsmittelgesetz nicht auf Wissenschaft fußt. Es ist also höchste Zeit für evidenzbasierte und menschenrechtskonforme Drogenpolitik. Also einen Paradigmenwechsel. Und zwar einen richtigen. Looking at you, SPD. Denn der Status quo schadet. Er schadet täglich KonsumentInnen und Nicht-KonsumentInnen. Deshalb ist es umso wichtiger zu fordern, Entkriminalisierung sofort. Hashtag Entkriminalisierung! In diesem Sinne, Grasbutter bei die Fische und liebe Grüße an den Weedmob.